Yo Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 3. Wir machen weiter mit Zocken mit Frau und zwar auf Abenteuer auf der Fischmenscheninsel. Da machen wir jetzt weiter. Warum kann ich das auch nur alleine spielen? Ne, du musst jetzt. Ich hab drücken. Doch schon gedrückt. Achso, gut. So, ich werde jetzt den guten Sanji spielen, weil der hat jetzt übelst geile Klamotten drauf. Den wenn wir mit Berries wachsen lassen und wir hauen hier auch noch mal die ganzen Münzen rein. Und somit bin ich fertig mit meinem Pick. Welchen spielst du? Ach, geht nur die? Ich nehme. Ja. Du nimmst? Ruffy. Ruffy, oh. Ja, wir wollen ja vorankommen, ne? Welch eine Verwunderung. Verwunderung? Verwunderung. Was ist denn eine Verwunderung? Wenn du dich wunderst, ne? Wenn du dich beim Wundern verläufst, dann hast du eine Verwunderung. Ne? Ah. Wenn du dich zum Beispiel in die falsche Richtung wunderst, dann ist auch eine Verwunderung am Start. Ja, auf der Fischmenscheninsel treffen wir unter anderem Jinbei. Aber wir treffen auch eine der antiken Waffen. Und zwar Poseidon.人間によってそれを邪魔されてきた歴史がある。お前さんがホーディーとぶつかればどうなる。絶対人間に盾つくホーディーを打ちのめそうとするお前さんの姿は巨人島の民なり。死んで。こっちは仲間取られてんだ。ホーディーってのもほっときゃ。俺の友達もみんな俺は行く。 Ja, jetzt müssen wir uns, glaube ich, nämlich erstmal ein bisschen mit dem Jinbei prügeln. Und Jinbei ist ja quasi so der Hüter oder der Friedenskämpfer der so aussieht wie der Monk Freeman, der hier irgend so ein Inder oder sowas, Dalai Lama, ne, der Friedenskämpfer, das ist Jinbei, der Dalai Lama von One Piece. Er möchte eigentlich nur, dass die Fischmenschen und die Menschen in Frieden miteinander leben können, und er möchte eigentlich alle, die seinem Ziel im Wege stehen, dann aufs Maul hauen, vernichten. Und er sieht jetzt in Ruffy eine Gefahr und deswegen will er sich jetzt mit uns prügeln. So. Oder will er uns doch nicht, will er sich doch nicht mit uns prügeln? Hm? Da ist die Tür auf. Er ist da. Ah ja, jetzt ich weiß wieder so ungefähr, was hier abgeht. So. Bei der Kombo finde ich immer lustig, dass Sanji, der hat nämlich zwischenzeitlich einen nackten Fuß. Und sobald die Kombo Ende ist, hat er wieder seine Schuhe an. Mysteriös. Wie schnell das geht. So, ich habe das erste Ding hier losgeprügelt, damit wir jetzt hier reinkommen. Hier haben wir uns, glaube ich, nämlich letztes Mal ziemlich schwer getan mit dem S-Machen. Denn hier geht es, glaube ich, ziemlich krass auf Zeit. Und hier waren so ein paar Events, die man ziemlich gleichzeitig starten muss.
So. Aber sei es drum. Ach ja, jetzt habe ich wieder sei es drum gesagt, ne? Ja, mal wieder. Ja. Und dann ist das eben so. Ja, die Dudes haben wir jetzt befreit. Jetzt haben wir ja auch direkt gleichzeitig so eine fette Armee an Fischmenschen gekriegt, die uns liebgesonnen sind. Ja, jetzt ist hier alles zu. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier noch auf den Schlüssel warten. Robin und Nami sind aufgetaucht. Und ein Video. Da ist der Hoodie. Hoodie kriegt einen auf die Mütze. Ja, die Folgen sind mir leider im Anime ein wenig abhanden gekommen. Die habe ich mir leider nicht sehen oder anschauen können. Aber das war, glaube ich, ein ziemlich spannender Fight. Aber gut, egal. Der Hoodie hat es nicht anders verdient, auch wenn ich nicht genau weiß, was abging, aber ich glaube, da ging einiges. Dass der Hoodie ein ziemlich böser Dubi ist. Ein ziemlich böser Dude. Ähnlich wie der Along. Achso, jetzt müssen wir genau, jetzt müssen wir hier die Fischmenschen-Einwohner da eskortieren. Das war ein Kriterium. Du hast R2 gerückt? Ja, ich wollte eigentlich was anderes tun. So. Meteor der Liebe. Das ist gerade meine Kombination. Wir müssen. Ich werde mal hier im Territorium freikloppen. Flucht. Also, da haben wir dann eh schon wieder vercheckt. Aber das wollten wir ja eher erst beim nächsten Mal dann richtig konsequent machen. Im nächsten Durchgang, weil dann können wir nämlich auch alle. Charakter spielen, denn die S-Geschichte, die werden wir dann alles im Traumlock durchführen oder holen, weil dann können wir halt auch mal so ein Whitebeard oder sowas zocken. Denn so in dem Legendenlock, in der Hauptstory, kann man ja dann nur die Leute spielen, die man auch wirklich in der Story hätte oder die in der Story-Episoden so vorgekommen sind. So, ein Schatzereignis haben wir. Ja, der Brook geht, glaube ich, mittlerweile auch megamäßig ab. Und auch der Lysop, der hat mega fett nachgelegt an Kraftzuwachs.
Den werden wir gleich, denke ich mal, auch mal zocken. Oder bei dem nächsten. Bei der nächsten Runde werden wir darauf, denke ich mal, darauf zurückgreifen, dass wir den auch mal spielen werden. So. Gut durch Grillschuss. Das ist jetzt unser Special. Haben wir schon wieder ein Schatzereignis freigeschaltet? Oh, nicht dran. So, hier haben wir jetzt soweit alles easy going fry gemacht. Jetzt gehen wir mal da ganz hinten auf die andere Seite. Denn dann werden sich die neuen Wege öffnen. Mach mal R2. Nein, ich muss zu Gegnern kommen. Yep. Krieg ich die noch? Ich glaube schon. Ja. Yep. Und hier ist auch schon Hoodie. Der gemeinste aller Fischmenschen. Aua. Ey, der packt mich und so. Was soll der Scheiß? Leck mich doch, der schießt mich die ganze Zeit nur ab. Oh, ich glaube, damit treffe ich den nicht. Versucht ihn mit der Kreisköpfe zu machen, ne? Ja. Hab ich schon geschafft. Schön. Geil, ne? Sehr gut gemacht. Oh, nenn mich dein Held. Hast du fein gemacht. Was soll ich sagen? Nenn mich dein Held. Ja, genau. Ja? Mhm. Was? Mhm. Ist so. Mhm. Kommen wir raus? Gar nicht. Ja, jetzt müssen wir darauf warten, dass hier irgendwo die Wasserfälle verschwinden. Also diese Wasserstraßen. Na, jetzt kommt die Stelle, wo er mein Königshaki zeigt. お偉い数やられたぞ。
はっ、たった2年。ここまで。覇王色、やっぱ資質あったか、アメ野郎。これくらいやってもらわねえと船長は交代だ。コーディーっつったな。お前は俺がぶっ飛ばさなきゃな。お前がどんなとこでどういう王になろうと勝手だけどな。海賊の王者、これで十分だ。 Ja, da war mal wieder so eine fette Ansage vom Ruffy. Wir kriegen immer nur diese Wasserfälle nicht weg. Verbündete Fischmenschen haben sich zurückgezogen. Ja, ist okay. Die Bedingungen haben sich geändert. Ist auch okay. Ach, da unten. Da unten ist jetzt auch eine Tür aufgegangen. Geh du mal da hoch, ich geh nach unten. Doch da noch. Ja, wir müssen nämlich jetzt zu den Ausrufzeichen. Denn da befinden sich Schalter, um die Wasserfälle auszumachen. Frage. Hä? Fragezeichen. Nee, Ausrufzeichen. Mit der Ausruf. Ach da. Ach so. Ich hab mit Fragezeichen. Nein, hier gibt's auch immer nur Fragezeichen. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Aber nicht. Hast du gerade Gegner da? Ja. Ja, dann mach R2. Oh, jetzt knallt die Sonne hier mir in my face. So, dass ich fast nichts mehr sehen kann. Ja, Schatzereignis, dies, das, Ananas. Dies, das, Ananas. Genau, Ananas. Dir, Ananas. Ah, genau, dir, Ananas. Oh, ich habe jetzt für 4 Gegner meinen Kreis gemacht, an der 98er los. So, hier habe ich den ersten Schalter betätigt oder zerstört. So, jetzt kriegen wir mal eine Runde hier. So, und jetzt müssen wir da noch dort eine Fragezeichen kaputt machen, und das ist nämlich dieses irgendwie dieses ES Aufpowerung Gedöns Geschiss gewesen. Ja. Bist du bei mir? Ja. Hm?
Was? Ich wollte gerade Kreis drücken, ich weiß nicht, ob der schon genommen hat jetzt, aber. Ich weg ist. Ja, so kommt's an. Ja, aber dann kann ich nicht mehr spielen. Boah, guck mal, die Tücken, ey. Aua! Hab mich zu schlagen, aber ist aber. Und guck mal, was die kann, ey. Was kann die denn? Ja, guck dir mal, die da wo Beine sind, da ist auch was anderes. Ja, und was kann die damit? Sexuelle Spielchen machen. Ah, meinst du, ja, wie viele Männer die damit verschlingen kann, wie viele Schwänze die da reinkriegen kann? Dann musst du dir mal reinziehen. Hallo, ey. Was denn? Gucken vielleicht auch jüngere Zuschauer zu. Ach was, YouTube ist allgemein erst ab 18. Nee, und ne? Ich bin Level Up. Du hast aber Zuschauer ab 17 und 16 und keine Ahnung. Ja und? Ne, und dann? Die muss man doch auch mal aufs Leben vorbereiten. Und sagen, ach was. Ach was. Du hast da oben den einen Schalter vergessen, ne? Ich war da gar nicht. Ja, wie, du warst da gar nicht. Du da bist ganz oben links da reingegangen. Ja, aber da konnte ich ja noch gar nicht. Ich bin jetzt hier. Was muss ich hier machen? Ja, hier gar nichts. Du musst da hinten hin. Du musst den Schalter freischalten. Ich bin doch jetzt an so einem Gerät. Ja, ja, das Gerät musst du kaputt machen. Ist kaputt. Ja, schön. Da war der nicht. Was war der nicht? Ich konnte da von daher ja da gar nicht lang. Meinst du, ist das ein mobiles Gerät? Ich hab Kopfschmerzen, aber nicht so viel. Das ist der Gerät, der mobile Gerät. Mhm. So geht das. Was geht wie? So geht das. So, können wir jetzt mal den Oberfischmensch hier mal verhauen? Was meinst du, wo ich bin? Weiß ich nicht. Pudi. Ja, genau, da müssen wir rein. Ah, hier ist ein Schinken, weil ich erzähl jetzt hin. Ja. Hast du jetzt früh gesammelt? Ich denke ja. Toll. Aber andersrum müssen wir da auch, glaube ich, mal. Wir haben da noch ein Territorium, was wir nicht eingenommen haben. Ja, boxst du mal den Hoodie weiter. Ich gehe mal hier in das Territorium, hole das noch. Denn, das ist wieder alles Cash, was wir brauchen. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin gar nicht im Territorium. Jetzt bin ich im Territorium. So. Denk dran, dass du den mit Kreis kaputt machst, ne? Oh. Ach, R2. Das war down. Ja. Down ist er. Oh, du hast Kreis gedrückt, ich hab Kreis gedrückt. Ja. Red Hawk! Naja, viel Erfolg. Dann beiß mal in den Arm. Die Attacke geht so ab, ne?
Ja, und damit haben wir den nächsten Fischmenschen einen auf die Mütze gehauen. Jetzt ist Arlong nicht mehr der einzige Fischmensch, den wir verprügelt haben. Ja, in der Zeit. Ohne mich jetzt wird nicht geschafft. Was laberst du? Guck mal, Alter. Ich hab gerade, haben nur noch drei gefehlt und ja, jetzt? Ja, ja. Ja, wie ja, ja. Ist so. Aber die Zeit. Ja, die Zeit, da war ich ja auch mitwirken dran, ne? Nein. Ja, ja. Aber egal, das machen wir ja eh beim nächsten Mal, beim nächsten Durchgang. An sich fehlt jetzt erstmal nicht mehr so viel zur Story. Sollten wir schon langsam, ich glaube nur noch drei Folgen. Dann sind wir erstmal mit der Story an sich durch. Und dann werden wir überall uns das S holen. Zwei Folgen sogar nur noch. Ja, zwei Stück nur noch. Glaube ich. Ja, also nächstes Mal machen wir bei Punk Hazard weiter. Punk Hazard ist ziemlich spannend und ich freue mich drauf. Ich will hoffen, ihr freut euch auch. Und wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst auch da wieder ein paar Bewertungen da. Ein bisschen Feedback da lassen und ich will hoffen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.